Mit wie vielen Personen hattest du schon Sex? Guten Tag, und diese Frage, meine Damen und Herren, kann ich euch nicht beantworten, denn ich habe tatsächlich die Übersicht verloren. Ich weiß es selber nicht mehr. Es sind absolut viele Frauen gewesen, trotz meiner beschissenen Frisur. Ich denke mal, es liegt am Geld. Wir schauen das neue Video von Mark Eggers. Ich würde gerne einmal von allen ganz kurz den Mark Egg-Emote im Chat sehen. Das wäre jetzt ganz wichtig. Mark EG, einmal in den Chat bitte rein. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass Mark Eggers auch sieht, dass wir ganz große Fans von ihm sind, ihm einen eigenen Emote gewidmet haben. Mark Eggers fragt mal wieder, bei Trash Promis, wie viele Frauen habt ihr schon ge... Wie viele Männer habt ihr schon ge... Wie viele andere Geschlechter habt ihr schon ge... Also, ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich hier, glaube ich, gerade beim... Ja, ich würde sagen, Trash-Promi-Event des Jahres. Warum war ich nicht da? Hier ist wirklich... Ich bin nicht mal ein Promi. Alle da, was Rang und Namen hat. Leute aus dem Dschungelcamp. Adam sucht Eva. Ex on the Beach. Temptation Island. Ich werde hier die ganze... Nie geguckt, die ganze Scheiße. ...zum Promis mal fragen, wie hoch denn ihr Bodycount ist. Wir sind gerade mitten in Berlin. Das ist die Release-Party vom lieben Erik. Der bringt jetzt auch Musik raus, habe ich gehört. Wir werden uns das Ganze alles anhören. Und vor allem werden wir jetzt mal reinhören, ja, mit wie vielen Leuten die Leute denn hier auf der Party schon Sex hatten in ihrem gesamten Leben. Mein Name ist Mark Eggers. Carsten hinter der Kamera. Und ich trage immer meine Lederjacke. Wir geben jetzt Gas. Auf geht's. Hallo. Für wen sind Sie hier? Fatsch. Fatsch? Fatsch. Dann gehen Sie weiter. Für Mark Eggers natürlich. Für Mark Eggers. Das, oh, Sie sind aber auch schon ein bisschen sexy. Oh, vielen Dank. Mark Eggers, bitte. Kann man so sagen, ne? Wir brauchen nachher ein Foto. Meine Kinder lieben dich. Oh nein, Digga. Stell dir mal vor, du sagst, dass wirklich, sie sind schon ein bisschen sexy und dann gucken die Kinder das Video. Oh nein. Kinder, ich liebe die Mama von den Kindern. Fresh Dina. Fresh Dina. Ey, hier haben alle so Künstlernamen. Ich bin nur Marc. Ja, und ich bin die Fresh Dina. Hi. Du drehst auch Pornos? Nein. Ich singe. Ich bin... Okay, nein, sorry. Du hast deine Freundin mitgebracht? Ich bin Julia F. Julia? Julia F. Julia F. Ey, wirklich, Julia F. Fresh Dina. Singer und Songwriter. Was singst du denn? Pop Rock. Wir wollen was hören. And I feel it in my... Danke dir. Viel Spaß. Gottlos. Macht euch auf dem Event, ihr beiden, ja? Macht's gut. Ja, ja, schön. Ori, 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 ori. Guck mal, das arme Promi-Flash-Team, Bro. Oh, yeah. Kenn dich irgendwoher. Oh. Weißt du nicht, woher? Wer ist das nochmal? Ich kenn die auch. Wie heißt die? Die macht Dings. Macht die nicht. Hat so riesige. So riesige. So. Michaela Schäfer, Emma Watson, Emma Wick. Frag heute die Leute, wie hoch der Bodycount ist. Der was für ein Ding? Ja, der Bodycount. Ich muss, glaube ich, die Fragestellung anders machen hier auf dem Event. Body- Mit wie vielen Personen du schon Sex hattest? Oh Gott, keine Ahnung. Ich denke so 80. Oh, stabil. Wie alt ist sie? Michaela Schäfer? Alter. Digga, da steht direkt Adresse, what the fuck, weird. 38. 38 geteilt durch 80. 0,5 Personen Sex im Jahr. Angenommen, sie hat angefangen mit, also wenn sie so mit 14 angefangen hat, 38 minus 14 sind 24, ne? Also 24 Jahre quasi Zeit gehabt. 80 durch 24. Ja, ungefähr mit 3,3 Personen Sex im Jahr gehabt. Das ist gut, sehr gut. 80? Ja, ist wenig, habe ich gehört. Also ich bin 40, ich habe seit 40 doch, das hat jetzt alles kaputt gemacht, naja. 25 Jahren Sex, ja, meine wilde Zeit hatte ich die ersten 7 Jahre. Kannst dich noch erinnern, wer der Beste war? Nee. War ja auch nicht so gut. War immer besoffen, weißt du? Der ist klar. Ist ja wirklich diese wunderschöne blonde Dame. Und der quatscht sie da stundenlang zu, ne? So, in der Tat. Du siehst eigentlich aus wie ein unseriöser Fotograf. So, meinst du? Ja. Der macht auch Fotos. Ich erkenne den, der hat mich mal beim Scheißen fotografiert. Ich habe ihn gefragt. Bist du hier richtig? Ich bin hier richtig. Von wem? Ich gehöre hier zum Haus. Ach, zum Haus? Ja. Ja, das Lachen. Hi! Na, wer bist du denn? Ich bin die Larissa. Ich bin Marc. Du bist der Marc. Bist du der Marc Eggers? Ey, ich bin der. Ich mag... Ey, wie heißt die nochmal? Larissa, Chat, wie heißt die weiter? Larissa... Wer ist das? Larissa weiter? Einer weiß das doch von euch, Mann. Ihr guckt doch immer ASI-TV. GMTM. Ja, die habe ich... Die war auch auf Ibiza. Ja, jetzt weiß ich's. Das, wenn Frauen mein Mikrofon in die Hand nehmen. Nimm doch mal in die Hand. Ich kenne ihn einfach. Wir fragen heute die Damen, wie hoch ihr Bodycount ist. Die Leute denken immer, es wird ein super seriöses Gespräch. Und dann komme ich von hinten mit der Frage. Von hinten kommt er also. Larissa, lass es.
Das ist das, was du liebst. Secret, secret. Was heißt denn Bodycount? Wenn man mit jemandem schon geschlafen hat oder genau. Nur wenn der... Bodycount ist, wie viele man umgebracht hat, oder? Dann vier. Reingegangen. Arsch zählt auch. Nee, wirklich. Damit kennst du dich aus. Sehr gut, ja klar. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Geh mal vor den mit dem Daumen. Ich mach mal hier. Digga, Marc, bitte. Das ist nicht viel, roundabout 12 oder so. 12? Wir sehen uns an der Bar. Hallo. Na, zu wem gehören Sie denn? Zu Julian FM Stöcke und zu Dolly Buster. Dolly Buster, man kennt sie doch. Ja, nein, aber ich heiße Stefanie Simon. Wie heißt sie? Stefanie Simon? Ja, ich heiße Stefanie Simon. Geht's dir gut, oder? Auch im Erotikmilieu tätig? Nein, ich bin Schlagersängerin. Nee. Ja. Was zum Beispiel? Griechischer Wein. Weil ich habe im Moment einen Hit, weißt du noch? Und der ist sogar in den Charts in Japan. Platz 1. Sogar in Japan? In Japan. Weil die nichts verstehen, da geht das in die Charts rein. Oh, jetzt ist aber hier Stefanie. Weißt du noch? Weißt du noch? Warte, ich höre das mal kurz. Doch das Glück lag in den Sternen. Da ist, ich habe jetzt, also ist kein Autotune drauf, es ist eine natürliche Stimme gewesen. So geht's natürlich nicht, den kann ich doch ja nicht so singen. Ich kenne den Text nicht. Eigenen Song, aber Text weiß man noch nicht ganz. Doch, den weiß ich. Jetzt einmal den Text anstimmen. Ist das jetzt die Begleitung? Nein, ich bin mit meinen Freunden da, mit meinen Freundinnen. Aber wer ist er denn? BWL Justus? Da, Digga, der Arme, das ist so. Ah, da geht er aber auch. Digga, der hat ja mal gar keinen Bock. Smart, charmant aus dem Bild, ne? Man muss auch wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist zu gehen, ne? Du bist aber auch schon? Ja. Na. Oh, Marc, bitte, Bro. Der nimmt ja wirklich da jeden komplett hops. Na, 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 na. Na, 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 na. Nein, das kann ich nicht ohne Playback singen. Sie brauchen Beatbox? Ich brauche natürlich eine musikalische Untermalung. Habt ihr mal das Playback dafür, weißt du noch? Na gut, schade. Ich dachte, jetzt kommt mal was. Okay. Ich muss jetzt mit Stöckelbärchen davon stöckeln. Ja, machen Sie das mal mit Stöckelbärchen. Okay, gut. Hä, was? Hä? Digga, sie ist einfach das Moin-Emote. Sie ist einfach der hier. Der. Okay. Wie bitte? Anastasia. Hallo. Entschuldigung. Also gleich rappelt sie aber Fäuste, mein Lieber. Nein. Gut. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir haben das auch so ein bisschen mitgesponsert. Und falls hier welche sind, die noch keine Kooperation haben, aber an einer interessiert sind. Hier sind, glaube ich, einige, die das Geld bitter nötig haben. Meinst du? Ja. Ich glaube, du hast auch schon wieder 5 Promille, oder? Ach klar, dass die da ist. Ich habe dir aber nur nachgemacht. Wir kommen zu den wichtigen Fragen. Wie hoch ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Was ist das denn? Die ist nix, null. Nee. Mit wie vielen Menschen du schon Sex hattest? Oh, ja, so 10. 10 Männer? Ja, würde ich sagen. Wer war der Beste? Jermaine. Ach, sogar mit Namen? Ihr shootet gerade. Ich liebe die Mama. Dann stören wir mal kurz. Oh, nee. Du modelst? Ja, ich model. Ja. Das sieht man. Okay, ja, klar. Eine Augenweide. Ja. Bist du. Oh, danke schön. Was, Naturtalent? Naja, ich würde schon sagen, das ist ganz gut. Model mal einmal, wir gucken mal kurz. Okay. Die Freunde, macht mal. Achtung, Elena, komm. Ja. Ich hab den Los mitgebracht, hier. Vielleicht hast du was gewonnen. Was ist das, oh, jetzt bin ich aber auch gespannt. Naja, Hauptpreis ist eine Nacht mit mir. Leider verloren. Wie hoch ist dein Bodycount? Mein was? Bodycount. Hey, wieso kennen die das Wort alle nicht, hä? Was ist es denn? Mit wie vielen Leuten du schon Sex hattest? Wenig. Wenig, leider? Ich komme vom Dorf. Also ich sag mal so, man kann es an der Hand abzählen. Was für dich? Hafer Diggi, what's that? Naja, das gibt mehr Volumen. That's you? That's me. That's you? Check das mal ab. Ich check das ab, ja. Der Placement-Boss. Kriegst du mehr Volumen in deine wunderschönen Haare? So viel Volumen wie du? So viel Volumen wie ich. Mal ein bisschen Werbung in eigener Sache für alle Leute, die das Produkt noch nicht kennen. Bestes. Jedes einzelne Haar wird bis zu 20% dicker gemacht. Für alle Männer da draußen, wenn ihr dünnes Haar habt. Habe ich zwar nicht, ich nutze es trotzdem. Ich will die dicksten Haare der Welt haben. Macht das Hafer-Digi auf euren Schwanz. Er wird besser. Wenn ihr einen Haarausfall leidet, checkt das unbedingt mal ab. Ihr geht duschen, sprüht es danach einfach in die Haare rein, föhnt euch die Haare und ihr werdet merken, ihr habt einfach viel mehr Volumen und dann könnt ihr eure Haare auch viel, viel besser stylen. Ihr bekommt mit dem Code DIGGA20 20%. Richtig. Wirklich, checkt es mal ab. Ihr werdet mir danken danach am Ende des Tages. Wenn ihr es nicht probiert, dann beschwert euch auch nicht, wenn ihr eure Haare nicht gut gestylt bekommt. Also, erster Link, Setz-Me-Produkte. Er muss auch mal, irgendwas muss ich auch mal verdienen, ne, am Ende des Tages. Ach ja, yeah, geh mal ran an die Banane. Ach, Marc Eggers, bitte. Achtung, ich komme von hinten. Ah, ich trinke doch nicht. Guck mir doch mal an, ich bin im Fitnessmode. Wollt ihr mal sehen, wie im Fitnessmode ich bin? Ja, zieh. Wer bist du? Digga, Marc. Du denn? Wie alt bist du? Nee, wer du bist? Ja, yeah, I am a DJ. You are TJ? DJ, ja. Yeah. DJ. Tick, tick und tack. Ihr drei sehen echt so aus, als ob ihr zusammengehört. Wir gehören auch zusammen. Was macht ihr Schönes? Also Sanja Lena von Temptation Island. Oh, wer kennt sie nicht? Ja. Ja, niemand. Und du? Ja, und du? Du bist das.
Achso, ich dachte, das bist du. TikTokerin? Ja. Jetzt machen wir einen Tanz. Oh, die Grazia hier, jetzt. Jetzt kommt sie aber hier, Cat. Digga, wer hat denn Mark Eggers auf den roten Teppich eigentlich gelassen? Catwalk, mach nochmal einen Catwalk. Komm nochmal von oben nochmal. Ja. Digga, wieso haben die so Karnevalskostüme an? Komm nochmal, einmal, das ist dein Moment jetzt. Da kommt sie, jawohl, jawohl. Wie ist denn dein Name? Katharina. Katharina, das ja. Nein, was machst du hier? Ich bin als Assistentin. Der Unseriöse ist schon wieder. Der Unseriöse. So, so. Na, ja, 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 ja. Der arme Alter. Die ist Model, vielleicht mal ein Foto machen. Mal ein Foto machen, das Model. Mal anderes Bein nach vorne, andere Bein. Ja, 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 ja. Ach, Marc, Digga, guck mal, der sitzt da, Alter. Was ist da? Also. Ein bisschen Hüfte eindrehen. Hüfte eindrehen. Ich kenne keine einzige Person, ja, same. Ja, ja. Reindrehen die Banane. Raus die Banane. Ja, ja, ja. Digga, das ist Spielplatz für den. Mein Bodycount, ich hab's irgendwann mal aufgehört. Mit 18 Jahren habe ich mal aufgehört zu zählen. Aber 18 hat die doch nie mal Sex. Doch, ich habe mit 40 schon Sex gehabt. Ja. Respekt, Alter, Respekt. Das war eine kurze Nummer auf jeden Fall. Bekannt für die kurzen Nummern. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, so ungefähr, ich weiß nicht, aber ich schenk mal schon so 150. Und da, Chat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht aufgeben. Würde ich schon sagen. 150. Ich lasse es unkommentiert stehen, ja. Was soll ich dazu jetzt einen dummen Spruch bringen? Nee. Nee, Bro, was sagst du denn ehrlich heute, Bro? Achso, mal fragst du mal jemanden zu 150. Danny, es ist stabil. Ich hört dir eigentlich einen Bademantel an? Stabil, Bruder, gut. Ey, Mann, 150 weggescheppert, Digga. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Ihr kennt euch, wollt ihr mich gerade sagen? Ist der Kontakt da? Doch, komm, leg den Arm mal rum, der Junge hat einen kurzen. Es gibt am Ende nur noch Gerüchte, sage ich. Ja, super gute Gerüchte. Könnt ihr mal Promi-Flash, schaut mal hier. Hier, fotografier mal die beiden, die befummeln sich gerade. Mach mal ein Foto jetzt. Ja, 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 ja. Ui, und der Freund steht im Hintergrund und macht auch fleißig Bilder. Wie hoch ist dein Bodycount? Ist ja eigentlich recht hoch, muss ich sagen. Ja, wie hoch ist recht hoch? Also, wie hoch? Na, dann müsste ich jetzt so bei 1, so bei 2,2 Meter. Nein, der Bodycount. Ach so, Mensch, sag das doch dann. Mensch, jetzt komm. Wegen diesem jungen Mann sind heute alle hier tatsächlich. Ja? Absolut, ja. Ich stell dich mal ganz kurz vor, weil... Wer ist das? Ich glaube, viele meiner Zuschauer kennen dich gar nicht und wissen gar nicht, wie es zustande kommen kann, dass du hier so ein riesen Event auf die Beine stellst. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe mich von oben nach unten gearbeitet, von oben nach unten gearbeitet. Ja. Ja, das ist nicht, Chat, das ist nicht Knossi, nein. Von hinten kommt er. Das ist nicht Knossi. Also. Vor einem Jahr. Das ist nicht Knossi, Chat. Vor 2 Jahren mit einem ganz kleinen Event mit 100 Leuten was gemacht. Heute sind 1500 Leute da, ist unglaublich. Die Frage. Aber was ist das Event? Also um was geht's da? Die ich heute stelle. Wie hoch ist dein Bodycount oder besser gesagt, mit wie vielen Frauen hattest du schon Sex in deinem gesamten Leben? Also ich war ja irgendwann bei 500 gewesen, aber mittlerweile bin ich bei 518. 518. 518, genau, ja. Aber ich habe jetzt meine Traumfrau gefunden, die 518. 518 Mal hat der gefickt mit verschiedenen Leuten. Digga, wer zählt denn das? Wie kann man denn so viel... Ich find's nicht schlimm, ich find's beeindruckend. Der hat sein Leben einfach der Aufgabe gewidmet, mit verschiedensten Frauen zu schlafen. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt, Alter. Da bin ich sprachlos, Mann. Sprechen, da kommt nichts mehr dazu, ja. Wie viele davon mit Verhütung? Puh. Wie viele davon ohne Verhütung? It's a load to get under. Ah, Digga, natürlich, klar. You're stuck in the middle. Das Philipp Plein Shirt fittet anders stark. The penis done. Philipp Plein sind richtig schöne Shirts. Too hard to get over. Wegen solchen Leuten bin ich hier, die auch mal was können. Nice. Ja, dann siehst du Francesco wieder zugucken auf der Bühne. Also, ihr performt zusammen. Genau. Du hast dich gerade noch reingemogelt ins Bild, hab ich gesehen. Das sind die, die nichts können, aber auch mal gesehen werden wollen, ne? Nein. Oh, Digga, er ist sprachlos, Mann. Dann hör auf mit der Scheiße hier. Lange überlegt, kam aber noch gut. Hallo, wer bist du denn? Hanna. Hanna? Annika? Hanna Annika, genau. Ach, Hanna Annika. Und wer bist du? Ich bin der Marc. Mit wie vielen Männern hattest du schon Sex in deinem Leben? Das ist eine gute Frage. Soll ich lieber Hanna fragen oder lieber Annika? Ich weiß es nicht. Woher kennt man dich? Adam sucht Eva, Berlin. Du warst nackt, Digga. Volles Ballett. Wirklich? Aber 100%. Und es war richtig gut. War die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Wirklich jetzt? Ja. Du hast da komplett blank gezogen. Ja. Ich würde es ja auch machen, wenn ich mein Schniepi so klein wäre, Digga. Ich kann mich nicht blamieren vor der ganzen Nation. Ich finde, Mark Eggers hat actually einen ordentlichen Cock. Also der ist jetzt nicht klein oder riesig groß. Ich finde, Mark Eggers hat einen wirklich stabilen Cock. Kann man nicht anders sagen. Eins in den Chat, wenn ihr das genauso seht, Mann. Also wirklich, es ist... Kann man doch zu einem Kollegen mal sagen, Digga. Ey, ich glaube... Hast du dir gedacht, scheißegal, ne? Wie viele Frauen hattest du schon im Bett in deinem gesamten Leben? Ja, ich bin schon ekliger gewesen. Also ich war schon so bei... Aber wie eklig ist denn eklig? So über 200? Ja, bestimmt. So ein ekliger was. Ich bin 34. Ich hab Vollgas gegeben. Was machst du denn? Ja, auch so ein bisschen Social Media, ein bisschen TikTok, so nebenbei. Mit mir ist gefährlich, ne? Ja, ich kenne deine Videos so, Marc. Ich brauch's mir nicht haben. Wollen wir so machen? Du gehst schon mal rein, ich frag sie. Nee, lieber nicht. Nee,
Tanzverbot. Alter, Tanzverbot. Kilian, mein Lieber, mein allergutster Bester. Da bedanke ich mich doch. Aber sowas von. Vielen, vielen Dank, Bro, für die 10 Gift Subs. Womit habe ich das verdient? Bro, soll ich dir... Also, Kilian, du hast jetzt was gut. Du kannst wählen zwischen Fußbildern von Leuten, die ich im Gym fotografiert habe. Ein Schwarzbild von mir. Ein Schwarzbild von Leuten, die ich im Gym fotografiert habe. Ja, also, wie du möchtest, Diggi. Meld dich einfach. Meld dich einfach. Vielen, vielen Dank. Zeig deinen Schwanz. Oh, Digga, ich muss jetzt halt, ne? Er hat halt, wie heißt das? Er hat halt hier gespendet, ne? Chat, ihr wisst, wie es ist, ne? Da, wo die Reichen kommen. Tanzverbot, ich würde dir später einfach dann, ne? Hier, komm. Geil. Nee, wirklich, also danke dir. Vielen, vielen Dank für den Support. Muss man auch sagen, finde ich gut, dass du auch da für mich auch da bist und auch mal was teilst von deinem Reichtum. Das finde ich gut, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich küsse auch dein Herz, Kilian. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt in Dänemark. Lieber nicht, okay. Die heutige Frage ist, wie hoch ist der Bodycount? Warte, weißt du es, wie hoch... Ey, ganz kurz, ich also... Da bei ihm ist. Kilian, wie hoch ist dein Bodycount? Ich weiß tatsächlich, es klingt dumm, ich weiß meinen nicht und der ist gar nicht so absurd hoch. Es ist nicht so absurd viel wie bei anderen Leuten, so die ich kenne. Ich würde sagen so, ich sag immer so zwischen 30 und 40, was im Angesicht für die lange Zeit, die ich in einer Beziehung war und die Möglichkeiten, die sich teilweise ergeben haben, glaube ich, ganz, ganz okay sein. Also ich warte noch auf die richtige. Ist auch gut so, Kilian, ist auch gut so. Ich würde auch nichts voreilig machen. Wenn du willst, ich ziehe mir eine Perücke an, rasiere mir die Foot und dann kannst du mich nehmen. Miss? Oh, nee, ja. Der hat einiges schon geknattert. Schwierig. Jemand, der so gut... Ja, der sieht doch aus. Mit geleckten Haaren. Ein bisschen, ja. Das... Pass auf, du tippst. Oh, Digga, die haben sich später noch richtig, richtig, richtig... Das ist actually viel, dass du so lange vergeben warst. Hä, wieso? Nein, what the... Kannst du mich jetzt beleidigen? Ja, klar, Target BVB. Nächste Saison steigt die ab. Einmal sein Bodycount? Ja, tipp doch mal, Schatz. Boah, keine Ahnung. Tipp doch. Die haben richtig Stress. 20? Das hatte der letzten Monat. Also ich hoffe nicht, wir sind schon ein paar Monate zusammen. Du tippst ihren Bodycount? 3. Hi, du bist der Dritte. Das gute Gefühl. Hey, das fragt man sich doch in der Beziehung, oder nicht? Ich will eine nehmen, die noch nicht so viele haben. Ja, also ab 40 hat man aufgehört zu zählen. Wow. Oh, die hatten richtig Streit, Mann. Die Trennung ist gemacht. Ey, du hast einen Freund. Nee. Aber wer ist der Typ, der mal alles zahlt? Nein. Ah? Nein. Heute nicht. Nein. Heute mal nicht. Aber wer ist denn der Typ? Du hast doch so ein Liebesvideo gemacht. Naja, ist ja eine Dienstreise gewesen, so wie eure. Wie hoch ist dein Bodycount? 4. 4? Ja. Nicht verscherzen bei den... Kollegen. Meine Kollegen mögen mich. Ich mag dich auch, ich kenne dich schon ganz lange, ne? Ja, wir kennen uns schon lange. Ja. Nein, auch du wieder mit dem gelben Hemd hier. Signalfarbe. Ah. Ja, man kennt sie, ne? Man kennt sie, unsere Schlagersängerin. Ja, sie sind bekannt, jetzt habe ich das schon... Die rote Sonne aus Barbados. Digga, wirklich, dass der überhaupt noch zu Events... Guck mal, das wirklich, es gibt 2 Personen, die deutschlandweit nicht mehr zu Events eingeladen werden dürfen. Das sind Hey Aaron, 4. Hey Aaron, Ron Bilecki, Mark Eggers und ich. Was ist eigentlich hier im Hintergrund mit Ed Sheeran los? Guck mal hier, was ist das? Seht ihr das da? Wir haben gute Laune, wer bist du? Yvonne Wölke, Schauspielerin. Ich frage die Leute heute, mit wie vielen Personen sie schon Sex hatten im Leben. Ah. Im Leben? Oh, ich glaube nicht so viel leider. Ich denke mal so 15. 15, also an der Optik liegt es nicht bei dir. Dankeschön. Welchen Verein bist du? YouTube. Wow. Jetzt erstmal alles richten. Was möchtest du denn wissen? Ja, ich wollte mal fragen, mit wie vielen Menschen du ihr Leben schon Sex hattest. Willst du mich verarschen? Oh, oh. Oh, oh. Du bist hier Security? Ja. Auf was passt auf? Auf euch. Auf euch. Stabil. Ja. Sie meinte, ich soll dich fragen. Naja, sie wirklich. Geh mal zu meiner Freundin, die plaudert da gerne drüber. Was sind deine Interessen? Möpse. Ah, Hunde. Hundezüchterin ist sie. Möpse, die Hunde? Ja. Ja, sind süß, ne? 2. Ja? Ja. Mimi und Carlos. Mimi. Ja? Ja, wirklich. Ich finde, ich lieb halt... Ach, egal, komm. Ich. Grüße an Mimi und Carlos. Die heißen wirklich Mimi. Wie heißen die beiden? Haben noch keine Namen. Du kannst ihnen gerne ein paar Namen geben. Ja, Ron und Marc. Dicker. Wie? Ron und Marc? Ron und Marc. Okay, Ron und Marc. Hallo Ron. Ron, Marc. Kommst du denn her? Aus Wien ursprünglich. Nee. Ja, die sieht ja genauso aus, nur andere Haare. Ja, tatsächlich. Ich liebe Wienerin. Echt? Ja. Oder sagst du es nur so? Nein, das sage ich nicht nur einfach so. Ja. Hey, also diese Veranstaltung, Chat, was ist denn das für eine... Ja. Bist du denn Single? Ah, vielleicht. Vielleicht? Ja. Vielleicht heißt nein, aber heute Abend schon dann, oder wie? Bist du denn Single? Ich bin Single für dich. Ja. Echt? Für mich? Die ganze Nacht lang.
von hinten kommt er also. Welt voll Sonnenschein. Wir sind am Ende des... Naja, was ist denn das? Videos angekommen. Wie kann man das Video besser beenden als hier am Red Carpet? Ne? Es war einiges los heute. Gebt dem Video wirklich gerne mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solche Veranstaltungen besuche, checkt unbedingt die Selbstwie-Produkte ab. Erster Link unten in der... Ich muss ihn ganz kurz anrufen und was fragen, Chat. Ich will ganz kurz wissen, was am Abend noch passiert ist. Ganz kurz nochmal nachhören da an der Stelle auch. F-Romi aller Gala-Abend. Hi, Marc. Marc? War mal Video, Junge. Video? Digga, ich bin gerade im Stream, ne? Ich bin gerade im Stream. Marc, ich möchte nur eine Sache von dir wissen. Wie bitte? Nach dem Video auf der Trash-Promi-Messe. Ja, bitte. Welche ist es geworden? Ganz kurz einmal, halt mal wieder ganz kurz. Ja, okay, was denn? Ey, Marc, ich hab nur eine ganz kurze Frage an dich. Oh, ja. So, und da seht... Ach, nee. Ich hab dich nach dem Video noch mit einer Freundin von meiner Mutter getroffen, aber da lief nichts. Ich wünsche dir alles Beste, mein Lieber. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Alles klar. Nee, gut. Nee, dann haben wir das auch da geklärt. Dann wissen wir da auch, wo wir dran sind. Super. Ist ja auch wichtig eigentlich, ne? Ist ja auch, sag ich mal, wichtig und richtig.